Auch am gestrigen Karsamstag versammelten sich in Reutlingen zahlreiche Menschen, um lautstark zu demonstrieren. Die Anliegen der Anwesenden variierten augenscheinlich. So wehrten sich einige Demonstranten gegen die einrichtungsbezogene oder auch nur befürchtete Impfpflicht, andere sprachen sich gegen Waffenlieferungen in die Ukraine und wieder andere für ein friedliches Verhältnis zu Russland aus. Bei der am Anfang der Demonstration stehenden Kundgebung wurde von den Vortragenden insbesondere mehr Freiheit und Raum für Selbstbestimmung gefordert.